Bratwurst-Bier-Ticket. Ein Stadionbesuch kann ja heutzutage für einen Fußballfan so richtig ins Geld gehen. Und deswegen blicken wir in meinem Format, was kostet man, ganz genau darauf, was für Ausgaben ein Fußballfan so hat. Heute sind wir in der dritten Folge von meinem Format erneut in der zweiten Bundesliga und diesmal in Nürnberg beim FCN und im Max-Morlock-Stadion. Wir schauen uns auch hier in Nürnberg alles ganz genau an, um eben auch dann diesen Besuch mit anderen Stadien vergleichen zu können. Wir schauen auf das Essen, das Trinken und natürlich auch auf die Ticketpreise. Also, los geht's mit Was kostet ein Stadionbesuch von 1. FC Nürnberg im Max-Morlock-Stadion? Unsere ersten Ausgaben bei Was kostet ein Stadionbesuch in Nürnberg sind natürlich dann anzufallen beim Parken. Wir haben hier beim Parkplatz eine große Straße geparkt. Das ist in der Nähe vom Stadion auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände. Und somit ist das hier schon auch ein Grund mit ordentlicher Tradition, mit ordentlich Geschichte dabei. Und hier gibt es eben auch genügend Parkmöglichkeiten für Autos. Also diesen Parkplatz kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wenn wir natürlich jetzt auf unsere Ausgaben blicken, auf die Kosten hier in Nürnberg, sind wir hier auch beim Parken bei 5 Euro. Also vollkommen solider, fairer Preis. Wie so oft beim Stadion, 5 Euro haben wir hier auf jeden Fall und das passt. Übrigens gibt es auch Parkscheine, um direkt am Stadion parken zu können. Die kosten aber direkt mal satte 35 Euro und ist meiner Meinung nach auch überhaupt nicht nötig. Man läuft jetzt halt noch ein kleines Stück, eine Viertelstunde ungefähr zum Stadion, ist aber auch ein sehr entspannter Weg durch den Wald und somit sollte das auf jeden Fall passen. Übrigens, bei Anreise mit dem Zug müsst ihr an der Haltestelle Nürnberg-Frankenstadion aussteigen und dann ist euer Zugticket auch im Stadionticket enthalten, also da müsst ihr auf jeden Fall nichts zu bezahlen. So viel also zum Thema Parken. 5 Euro sind hier unsere ersten Ausgaben und ich bin sehr gespannt, was auch noch alles hinzukommen wird in Sachen Stadionticket, was wir uns natürlich genau anschauen und natürlich auch das Essen und Trinken. Also seht, hier in Nürnberg gibt es auf jeden Fall sehr viel Natur ringsherum um Stadion und wir gehen jetzt eben hier durch den Wald zum Max-Morlock-Stadion und das sind, wie gesagt, nur wenige Gehminuten, also der Parkplatz ist auf jeden Fall zu empfehlen. Und ich hatte hier auch bereits einen Stadion-Test aufgenommen, wo wir uns die ganze Geschichte mit Essen, Trinken, Kiosken genau angeschaut haben. Heute geht es ja wirklich nur darum, mal spezifisch auf die Kosten zu blicken, auf die Preise zu blicken, um eben auch das mit anderen Stadien vergleichen zu können. Also wenn ihr sehen wollt, was es hier generell alles so gibt, dann checkt doch gerne den Stadion-Test ab von Nürnberg. Hier und heute blicken wir eben nochmal ganz genau auf das, was die Sache kostet. Und hier ist dann anscheinend so ein Parkplatz mit diesem Parkausweis oder da ist S1 so mit Ausweis, da geht es dann hier rein. Aber gut, die paar Meter, die kann man auch laufen. Das wäre mir 35 Euro auf jeden Fall nicht wert. Aber ist auch jedem selbst überlassen, wie viel man für den Parkplatz bezahlen will. Ich will euch ja hier nur verschiedene Optionen aufzeigen und die 5 Euro Option auf der großen Straße, die ist gut. Und damit sind wir also angekommen hier am Max-Morlock-Stadion. Und damit blicken wir jetzt mal auf das Essen, auf das Trinken, auf die verschiedenen Ticketpreise. Ich freue mich! Jetzt sind wir drin. Da haben wir direkt nochmal einen klassischen Kiosk, wo wir natürlich gleich nach den Preisen gucken. Dann haben wir da eine Kaffee- und Espresso-Bude. Und da hinten dann einen Bierstand und eben noch eine Grillbude. Also vom Ambiente her ist Nürnberg echt immer cool. Hier ist viel Platz. Auch hier haben wir dann nochmal so Bänke und sowas. Das hat schon was. Wenn wir dann über das Thema Essen sprechen, ist natürlich erstmal wichtig, was hier in dem Format wichtig ist. Denn ich will ja in jedem Stadion das Gleiche miteinander vergleichen und deswegen essen wir ja überall eine Bratwurst und gucken eben dann darauf, wie verschieden hoch die Preise eben auch sind. Deswegen haben wir hier in Nürnberg einmal drei Nürnberger im Weckle dabei, kostet hier 4 Euro und ansonsten gibt es aber noch wirklich eine große Auswahl an Essen. Also hier in Nürnberg gibt es wirklich gefühlt alles. Es gibt verschiedene Stände, es gibt typische Kioske, es gibt aber auch draußen noch einzelne Buden, vor allem auch auf der Gegend gerade, da in dem Bereich gibt es unglaublich viel, aber auch hier hinter der Haupttribüne ist schon eine extreme Auswahl da und das ist cool und ich glaube für jeden Fußballfan richtig gut. Für dieses Format, wie gesagt, aber nicht ganz so von Relevanz, da geht es eben nur um die Ausgaben und dann eben auch bezüglich der Bratwurst. Und so sieht die ganze Sachlage eben dann aus und was natürlich hier der große Vorteil ist, durch die drei Würstchen in einem Brötchen hast du auch überall Wurst und das ist geschmacklich geil und kostet aber auch eben durchaus 4 Euro, was im Vergleich zu anderen Stadien, die wir jetzt hier in dem Format hatten, deutlich am teuersten ist. Also auf Schalke kostet eine Bratwurst 3,10 Euro, in Paderborn 3,50 Euro und in Nürnberg sind wir eben hier bei 4 Euro. Also da ist der Vergleich auf jeden Fall schon mal echt interessant. Also man bezahlt hier schon einen hohen Preis, aber es schmeckt auch unglaublich gut. Also mir schmecken die Nürnberger richtig, richtig gut. Da zahle ich auch gerne 4 Euro für.
Das ist geil. Brötchen ist gut, Geschmack ist gut, ordentlich gewürzt. Richtig, richtig gute Bratwurst. Schöne Nürnberger im Weckle. Und jetzt müssen wir hier die Treppen hoch Richtung Block 42. Das sieht schon interessant aus. Mal ein anderer Gang Richtung Platz. Und jetzt sind wir hier oben angekommen. Und doch hier ist wirklich nochmal sehr viel Platz. Also Nürnberg Stadion macht immer mehr Laune. Und hier haben wir das Pilz in Nürnberg, halber Liter von Kulmbacher. Ihr könnt doch mal gerne für euch kurz schätzen, wie viel hier der halbe Liter kostet. Und so schmecken tut es auf jeden Fall richtig gut. Jetzt spanne ich euch auch nicht länger auf die Folter, was den Bierpreis angeht. Hier in Nürnberg bezahlt man für einen halben Liter Kulmbacher 5,50 Euro. Also auch das ist ein satter Preis hier beim FCN, erst recht im Vergleich zu Paderborn und der Schalke. Paderborn bezahlte 5 Euro, Schalke 4,60 Euro. Also den Direktvergleich finde ich dann doch schon spannend. Und somit also hier bezahlt man für ein Bier 5,50 Euro. Und in Sachen Essen und Trinken beurteilen wir ja neben der Bratwurst und dem Bier auch immer ein Softdrink. Hier in Nürnberg gibt es sogenannte Bio-Limonaden in Cola, Fanta, Sprite, Mezzomix, nur eben in etwas schickeren Namen. Aber insgesamt ist das dann doch das Gleiche, nur eben von einer anderen Marke und eher in die Bio-Richtung. Und hier haben wir eben dann die Fanta-Verfassung, wenn man es so nennen möchte, für 4,50 Euro. Ja, geht in die Fanta-Richtung, aber deutlich fruchtiger und weniger Zucker vom Geschmack her. Schmeckt so ein bisschen wie geschmolzenes Eis. Aber irgendwie ganz geil. Erfrischend. Was ich vergessen hatte, in Sachen Pfand sind wir immer bei 2 Euro pro Becher. Bekommt ihr aber logischerweise auch dann zurück. Somit haben wir hier beim Essen und Trinken schon mal Gesamtausgaben von 14 Euro. Und das rechnen wir natürlich nachher auch nochmal komplett hoch, was vielleicht eine Familie bezahlen würde für zum Beispiel 4-mal Bratwurst, 2-mal Bier, 2-mal Softdrink. Also auch das haben wir nachher nochmal im großen Fazit mit dabei. Und jetzt machen wir uns mal langsam auf Richtung Platz und gucken uns da mal ein bisschen um. Und hier geht's jetzt rein in Block 42. Und hier sind wir angekommen auf unseren Plätzen und das mit einer hervorragenden Aussicht. Wir sind hier im Oberrang auf der Haupttribüne. Neben uns ist direkt mal eine Kamera von der DFL, deswegen haben wir hier auch sehr viel Platz. Direkt neben uns ist dann auch eine Treppe, also hier Zweierplätze, die sehr angenehm zu besetzen sind, wenn man zu zweit unterwegs ist. Und natürlich blicken wir gleich auch nochmal ganz genau auf die verschiedenen Preise hier in Nürnberg und was unser Ticket kostet. Bei der Aussicht im Oberrang bin ich mal gespannt, was ihr schätzen würdet. Also schreibt mal gerne in die Kommentare, was unser Ticket hier im Oberrang auf der Haupttribüne kostet, mit einem sehr, sehr guten Blick aufs Spielfeld. In der Halbzeit gucken wir wie immer in diesem Format auf die verschiedenen Preiskategorien auch ganz genau nochmal drauf. Jetzt gehen wir hier nochmal eine halbe Stunde vor Anpfiff zum Kiosk, wo auf jeden Fall eine ordentliche Schlange ist. Gucken wir nochmal. Immer wieder schön, die Legende lebt. Auch wenn ich es leider nicht filmen kann. Oh, Stimmung ist gut. Auch während des Spiels kann man ja noch ein bisschen was essen. Hier eine Portion Pommes für 4 Euro. Spielt zwar keine Rolle bei der Bewertung am Ende, aber zur Info, 4 Euro kostet hier so eine Portion Pommes. Ja, die sind gut. Gut durch. Es dauert hier zwar auch während des Spiels ewig lange, Essen und Trinken zu bestellen, warum auch immer, obwohl keine langen Schlangen waren, aber schmecken tut es in Nürnberg wirklich gut. Zur zweiten Hälfte wird es dann beim Club eine Choreo geben. Sieht schon mal ganz schick aus. Mal gucken, wie es gleich wird.
weiter geht's. Die zweite Hälfte läuft. Spielunterbrechung und somit mal Zeit auf die Ticketpreise zu gucken, hatte ich in der Pause ganz vergessen. Also, mein Ticket hier im Block 42 im Oberrang von der Haupttribüne kostet 51 Euro. Ermäßigt gibt es das für 45,90 Euro und als Kind zahlt man genau hier 25,50 Euro. Es gibt eine teurere Kategorie, das ist ein bisschen zentraler gelegen, da kostet das Ticket 56 Euro, aber wir können sicherlich auch das ganz gut mit den anderen Stadien vergleichen. Rein vom Ticketpreis sind wir also hier bei 51 Euro. Und natürlich gibt es auch hier in Nürnberg günstigere Tickets, günstigere Kategorien. Wir wollen ja ganz bewusst genau solche Plätze miteinander vergleichen, um eben auch einen vernünftigen Vergleich zwischen den Vereinen zu bekommen. Es gibt hier in Nürnberg auch viele verschiedene Preiskategorien. Die meisten Tickets liegen aber hier im Preissegment von 40 bis 50 Euro. Den günstigsten Sitzplatz, den gibt es auf der Nord- und der Südkurve für jeweils 31 Euro. Ganz interessant auch die Stehplatzpreise. Hier in Nürnberg bezahlt man in der Nordkurve für ein Stehplatzticket 18,50 Euro, ermäßigt 17,10 Euro und als Kind 9,50 Euro. Also wir haben hier durchaus viele Preiskategorien. Da kann man auch schon mal ganz schnell die Übersicht verlieren. Ist aber relativ normal bei einem Stadion von 50.000 Zuschauern. Wir haben hier 51 Euro bezahlt. Natürlich generell nicht günstig für ein Oberrang-Ticket, aber die Sicht ist auch wirklich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, die meisten Tickets kosten halt hier zwischen 40 und 50 Euro, außer eben hier in der Nordkurve Stehticket oder halt darüber Sitzticket. Da sind eben dann die günstigsten Kategorien. Und jetzt läuft ihr Spiel weiter und somit haben wir die Pause ganz gut genutzt, um über die Ticketpreise zu reden. Und damit also Feierabend in Nürnberg. Und mein Gefühl sagt mir, dass dieser Stadionbesuch ein Ticken teurer war als die beiden anderen. Gucken wir mal im großen Fazit. Kommen wir also nun zum kurzen und knappen Fazit von was kostet ein Stadionbesuch am 1. FC Nürnberg. Während der heutigen Folge gab es ja einige Ausgaben von mir, die haben wir jetzt nochmal hier kompakt zusammengesammelt und dann gibt es eben auch nochmal gleich den Vergleich zu anderen Vereinen. Legen wir erstmal los mit meinen heutigen Ausgaben nochmal in der Übersicht, dann ging es ja los mit dem Parken, da habe ich ja hier 5 Euro bezahlt. Ein wichtiges Thema für jeden Fußballfan ist natürlich das Essen und das Trinken. In Sachen Essen haben wir ja hier die Bratwurst mit dabei oder besser gesagt in Nürnberg 3 im Weckler. Ich habe ja während der Folge ein paar Mal Weckler gesagt, sorry dafür, 3 im Weckler kosten hier 4 Euro. Das Bier ist natürlich immer ein sehr spezielles Thema bei einem Fußballfan. Kulmbacher ist ja auch ein Bier, was viele nicht mögen. Ich mag es tatsächlich. Kostenpunkt, und das ist das Wichtige natürlich hier für die heutige Folge, 5,50 Euro. In Sachen Softdrinks haben wir ja auch hier in Nürnberg eine gute Auswahl, kosten hier 4,50 Euro. Und dann kommen wir natürlich zum teuersten Kostenpunkt, und das ist das Ticket. Dafür habe ich hier ja im Oberrang 51 Euro bezahlt. Insgesamt hatte ich also Ausgaben von 70 Euro und das als einzelne Person für einen Stadionbesuch. Wenn wir das dann mal hochrechnen für eine Familie mit eben dann einem Vater, einer Mutter, zwei Kinder, ich weiß, sehr klassisch, aber nur um es mal darzustellen, bleibt das Parken logischerweise gleich. Wir hätten dann zum Beispiel viermal Bratwurst, was 16 Euro kosten würde, zweimal Bier, wo wir bei 11 Euro wären, zweimal Softdrink, wären wir bei 9 Euro. Zweimal das normale Ticket für 102 Euro insgesamt, zweimal das ermäßigte für 91,80 Euro und eine Familie würde somit hier in Nürnberg insgesamt 234,80 Euro ausgeben für einen einzigen Stadionbesuch. Das finde ich dann schon heftig und zeigt erneut, wie hoch auch einfach Preise in deutschen Stadien so sind.
Wenn wir dann mal den Vergleich ziehen zwischen den aktuellen Folgen, die ich in dem Format gebracht habe, zwischen somit Schalke, Paderborn und Nürnberg und damit alles Zweitligastadien, kommt Folgendes bei rum. Ich habe während der Folge auch da schon einen kleinen Vergleich ja gezogen. Bei Schalke haben sich mittlerweile Bier- und Bratwurstpreise geändert, somit sind die hier auch angepasst. Auf Schalke zahlt man insgesamt als einzelne Person 70,30 €. In Paderborn hatten wir ja 41,50 € und in Nürnberg eben insgesamt die 70 Euro. Somit haben wir hier also dann mal den Vergleich gezogen, auch zwischen den drei Vereinen. Und wenn ihr Bock habt auf weitere Folgen von Was kostet, werde ich die auch in Zukunft sehr, sehr gerne noch aufnehmen. Natürlich auch mal aus der ersten Liga oder auch aus der dritten Liga, um erst recht interessante Vergleiche hinzubekommen. Eure Meinung könnt ihr mal gerne zur heutigen Folge in die Kommentare schreiben. Grüße auch nochmal an alle Nürnberger. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be